Ja, moin moin und heidi ho ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Harveys neuen Augen. Mit unserer kleinen süßen Lilly. Das unschuldige kleine Ding. Wir müssen an das Rezept von der oberen, also beziehungsweise von Lumpis Essen und so drankommen. Das hat ja der nette Typ im Garten und da brauchen wir noch ein bisschen was. Bei unserem Rundgang in der letzten Folge haben wir ganz vergessen, nochmal in die Sammlung zu gehen. Das wollen wir jetzt nachholen. Genau, hier von dem, von Shawnee brauchen wir was. Den müssen wir da nochmal ein bisschen erschrecken. So, zur Kapelle wollen wir nicht. Wir gehen erstmal zum Klosterflur. Oh, doch, wir haben den Zünder. Oh. Hä? Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Okay, Capo ist irgendwie nicht zu sehen, warum auch immer. Interessant. So. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Oh. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Aber bestimmt gebrauchen. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Okay. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Oh, schön. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Mhm. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also lass die Finger. Also mit anderen Worten, wir müssen ein ausgewiesener Pfadfinder werden. Aber irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Ich vermute, es ist schon tot. Kann man das Glas öffnen? Irgendjemand hatte das Tier es versucht. Es kann bestimmt Doris für uns aufmachen. In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Reden wir mal mit dem Typen, der da so rumhängt. Gucken, was der uns so zu erzählen hat. Gibt es ja sonst noch irgendwas? Nö. Nanu? Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Reden wir mal mit dem. Oh, Besuch. Was für ein seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Der scheint nicht mehr so ganz helle im Kopf zu sein. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, ich habe in meinem Leben so einiges, einiges Tibet, rief ich.
Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern. Da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja. Ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Ja, also musikmäßig, da könnte man ja auch durchaus die kranken Schwestern hören. Oder die sanierten Altbauten. Oder die Bäume. Diejenigen, die das kennen, wissen, wovon ich rede. Die haben zwei Alben rausgebracht, Krank und Krank 2. Aber das ist dem einen Bandmitglied zu kommerziell geworden. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Man muss ja dazu sagen, hier gefakte Mondlandung, angeblich sollte die ja wirklich gefaked werden und Stanley Kubrick sollte die inszenieren. Das Problem war aber, dass Kubrick dermaßen perfektionistisch war und dass sie dann so schnell keinen Bock mehr hatten, dass sie entschieden haben, es ist günstiger, wirklich auf dem Mond zu landen. Nein, nein, keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Das verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Also Objekte, die mich an die drei E erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durch Stärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Die Vitamine sind gut für die... Ja. Gut, dass ich mir das schon mal aufgeschrieben hatte. Oder irgendwas in der Art. Egal. Fragen wir mich. Ach so, ja, genau. Gedächtnisstütze. Da müssen wir nochmal schauen, tatsächlich. Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen Kontinent entdeckt habe? Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Richtig? Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Nein, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis?
Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Kannst du hier machen. Und wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores. Ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Oh oh, irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die 3E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht zum Affen machen. Also mal sehen. Ja, solltet ihr andere komische Geräusche im Hintergrund hören, wundert euch nicht, das ist gerade der liebe Heinrich, der das Baby bespaßt. Aber ich versuche das trotzdem hier über Ausschalten des Mikrofons hinzukriegen, dass ihr nicht so viel Babygeweine im Hintergrund hört. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind 3 Objekte, die mich an die entsprechende Situation erinnern. Genauer gesagt, an die 3E. Emotion, Einstellung und Essen. Beantwortet das deine... Also das Abschweifen ist immer ein bisschen schwer. Ich gehe hier trotzdem noch mal so ein bisschen durch und dann schauen wir mal, was kommt, was wir da finden. Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach an die 3 E zu erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich... Irgendwie wiederholt er sich. Ich bin mal so frei und überhole das ein bisschen. So, und fragen wir nochmal ihn, was er für Hinweise hat. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die 3 E's dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. 4, um genau zu sein. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane. Oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. So, schauen wir uns mal an, wie der Notizblock aussieht. Okay, ich kann ihn irgendwie nicht anklicken, den Notizblock. Aber ich habe mir das auch so nochmal notiert. Ah, jetzt kann ich mir den anschauen. Ah, sehr gut. Guck mal, da können wir auf jeden Fall... Fülle zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten 3 Tipps aus. Okay. Mach ich das? Ah, okay. Nein, zurück, mach das weg. So, also mit Äpfeln im Gepäck war ich niemals traurig. Also da können wir schon mal das machen. Denn nur sie verhalf mir immer zu großer Stärke. Das Gute ist, dass ich weiß, welches Tier für Stärke steht. Das ist nämlich der Bär. Das heißt, der Bär und Apfel. Check. So.
Heroische Taten konnte ich nur verbringen, an denen ich nicht traurig war. Heroisch, also heldenhaftig, ist der Hirsch. Und der Hirsch traurig. Genau. Also da würde ich sagen, das ist so, ne? Genau. Und ich war niemals traurig, das heißt, die beiden gehen. Mit Wut im Bauch konnte ich nie große Stärke beweisen. Also Wut ist hier und da. Keine Stärke mit Wut im Bauch. Kokosnüsse bewahrt mich zuverlässig vor Schläfrigkeit. Ach, Stachelschwein ist schläfrig. Kokosnüsse, keine Schläfrigkeit. Ja, und nun? Aha. Ach so. Okay. An diesem einen ja, ja. Speziellen... Alles gut. Bla, bla. Na, mal gucken. Gehen wir erstmal kurz zurück. Genau, ich wollte nochmal zu Doris gehen. Vielleicht kann die uns ja das Meerschweinchen aufmachen, weil wir müssen ja noch diese ganzen Dinger überhaupt bekommen, die wir da hinpacken. Au, nein, erst nicht zu Doris. Wir gehen jetzt mal zu den Tussis hier. Geben denen mal den Sprengzünder. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und er ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Suka. Schnell! Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe! Was? Bist du denn... Warte! Ich weiß! Das war knapp. Das petzen wir der Oberin! Genau! Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Das geht bloß in deinem Kopf vor. Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo! Jetzt steh da doch nicht so rum! Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals! Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Ah. Wir haben einen Kessel. Da wollen wir dann doch mal die Bombe gleich hinbringen. Hihi. Aber der Doris geben wir mal das Glas mit Meerschweinchen. Jetzt schlägt's aber Ding Dong. Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sehr schön. Danke, das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! So, weil das Schöne mit dem Meerschweinchen und dem Quittungsspieß. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Gut, dass das Meerschweinchen hoffentlich schon tot war. So, dann gehen wir nochmal zum Kessel und packen da den Zünder rein. Oh, dupidupidu. Oh, da versteckt sich ja jemand. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Reden wir mal mit Memphis. Schnell, mach die Tür wieder zu, bevor mich noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Ist das die Synchronstimme von, hier, dem, ah, wie hieß er noch, da der Typ, den Edna die Treppe runter, Alfred. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ja. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach, aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Aber sonst hört ich noch jemand und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen,
Dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du, er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Deswegen wollen wir ja auch da die Bombe entsorgen, Junge. Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. La, 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 la. Der Untergang ist nah. Verdammt bin ich, verdammt bist du. Apokalypse Now. Der Untergang ist nah. Na gut. Genau, wir sollten ja den... Die Haarnadel funkelte verführerisch. Aber um sie herauszuziehen, musste Lily erst einen bombensicheren Ort finden, um sich des Sprengkopfes zu entledigen. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lily die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lily schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lily? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Hier ist schon wieder alles neu gestrichen. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lily immer träumte. Tja. Oh, Konservendose, die nehmen wir nochmal mit. Lily verstand sich blendend mit du. Darum wusste sie auch. Okay. Gut, gehen wir mal wieder raus. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine schöne Haarnadel. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür wir die brauchen, aber wir finden schon was. Gibt es was Neues im Hintergarten? Muss man ja immer gucken, ob sich was tut, ne? Nein, hier hat sich noch nichts getan. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lily hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Hey. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lily wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Da sagt uns was Neues vielleicht. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lily ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Okay, das hatten wir ja jetzt schon alles. Gucken wir mal in der Kapelle, ob sich da was getan hat. Nee, da müssen wir ganz eindeutig erstmal da das Rätsel lösen. Aber wir gehen mal in den Klosterflur. Und Capo sehen wir immer noch nicht. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lily hätte gerne von ihren Sorgen erzählt. Falls was ist, ich mach mir Sorgen. Vielleicht können wir dem ja die Haarnadel geben. Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Oh, der ist so nett. Gehen wir mal ins Klassenzimmer zu der blöden Kuh. Zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Aha. Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Wow. Lily versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen.
Reicht das schon? Nein. Aber dann gehen wir mal zu den Mädels. Vielleicht. Ist das ja. Ist ja. Finde ich es ja gut, dass ich die Bombe losgeworden bin, ne? Bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den totalen Sockenschuss, hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend zu laufen. Voll zu hardcore. Geht gar nicht. Nieder mit den dunklen Mächten! Bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den Tod voll zu... Geht gar... Nieder mit... Ob Lilly jetzt auch endlich Gumbo war? Lilly wusste nichts mit diesen... Vorher hatte sie immer mit... Die hatten wenig... Mal gucken. Das Ding ist, man muss hier echt immer ein bisschen viel hin und her laufen. Damit sich eben was tut, dass man da neu klarkommt. Aber da passiert tatsächlich erstmal noch nichts. Das heißt, wir müssen irgendwie warten, bis da... Vielleicht kommen wir gleich zur oberen einmal. Ah, wir gehen nochmal in die Kapelle. Weil kann ja sein, dass wir nochmal mit dem Typen reden müssen. Oh, 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 halt, halt! In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Haarnadel? Geht das? Perfekt! Ha! Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Sehr gut. Weil das brauchen wir auf jeden Fall für den Geschichtsunterricht, also für den Typen. Unser Obst haben wir auch. Das heißt, wir brauchen nur noch die Tiermotive. Super, sehr gut. Dann gucken wir mal, ob sich da was getan hat. Reden wir nochmal mit der Tussi. Ah, nein, da ist es doch. Super, ein Meerschweinchen-Banner. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Dann bringen wir das Banner doch mal zur oberen. Mal gucken, ob ihr das gefällt. Endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na warte, die kann aber was erleben. Birgit hätte sich mehr Mühe geben sollen. Dieses Banner war eine Schande. Weg damit! Keine Ahnung. Achso, nee, können wir gar nicht benutzen. Wollen wir mal gucken, wie die oberen Birgit zusammenstaucht. Nicht, dass ich was habe. Birgit ist so ein nettes Mädchen. Ach, warte, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir noch mal kurz zur Kapelle. Du-di-du-di-du. Und reden mal mit Frank. Was? Hä? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Ach so, ich glaube, der erzählt uns erstmal noch nichts Neues. Geh mal in den Beichtstuhl. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's.
Okay, also das wird erstmal noch nichts. Dann gehen wir doch nochmal schauen, was Birgit macht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Werde dir wohl deiner ganzen Auszeichnung, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid, ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Sie tut einem ja jetzt schon so ein bisschen leid, ne? So, also wir haben jetzt sämtliche Motive. Ne? Wir haben alle Obstsorten, wir haben alle Masken und wir haben alle Motive. Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Lili liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Wahrscheinlich Edna. Ja, wir werden uns dann in der nächsten Folge mal mit dem Rätsel von diesem Geschichtsfuzzi beschäftigen. Ich kann mich noch erinnern, ich fand das immer unglaublich ätzend. Ich hoffe, ich steige durch meine Notizen hier irgendwie durch. Und dann sehen wir mal, was uns hinbringt. Wahrscheinlich werden wir ein bisschen rumprobieren müssen. Also, bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Ach ja, liken, kommentieren, vielleicht abonnieren. Wie auch immer. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.